Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. So, wir haben hier einen neuen Fall, der Lippenstiftmörder. Und wir werden uns erstmal ansehen, was in der Vorgeschichte hier passiert. Scheint ja wieder ein düsterer Bursche durch die Gegend zu schlawenzeln. Oh, ouch. Ouch. Na, der ist ja nicht gerade zimperlich gewesen. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Rusty, unser neuer Partner. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Okay, also, da wir jetzt im Morddezernat sind und einen neuen Partner haben, werden wir mal schauen, was uns hier erwartet. You have the address. Been all over KGPL. South Temple Street, between Belmont and Glendale. I think he's a bit of a gangster. But he treats me. So. Da steht ja auch schon unser Einsatzfahrzeug. Nee, 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 mein Freund. Du fährst. You can drive. Das lösen wir doch so geschickt. Da ich ja hier bisher meine Fahrkünste noch nicht so richtig unter Beweis stellen konnte. Word is, it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. Oh, danke, sehr nett. Learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat, comes home, expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Tja, Leute, jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns da jetzt im nächsten Fall erwartet. Was werden wir sehen? Was wird passieren? Als allernächstes werden wir uns auf alle Fälle erstmal den Tatort ganz genüsslich unter die Lupe nehmen, um nach möglichen Beweisen und Indizien zu suchen, die uns auf die Spur des Mörders führen. Some good another press. Tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? You have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman?
Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. Get used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Tja, Leute, also schauen wir uns mal hier am Tatort um. Is this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the morgue. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker in the corner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Okay, also, schauen wir mal nach hier. Ich weiß nicht, warum Fraps jetzt hier im Moment wieder ein bisschen rumspackt. Aber da haben wir doch schon was, was wir uns anschauen können. Hm? Ja, Fußspuren. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Also, wir kennen schon mal die Schuhgröße des Täters. Das ist ja schon mal was. Nichts von Bedeutung, jedenfalls nicht für uns. Wir schauen uns erstmal weiter um. Was haben wir denn hier? Naja, wir haben auf alle Fälle mal eine Handtasche. Schauen wir doch mal rein. Was gibt's da zu finden? Ein Lippenstift. Rot. Can't be the one used on the body. Okay. Das ist aber jetzt nicht sehr hilfreich. Was haben wir hier noch? Ist das eine Bürste? Ja, sieht so aus, ne? Eine Haarbürste. Tja, aber... ich glaube nicht, dass die uns weiterhilft. Schauen wir uns weiter um. Ja, Leute, wenn es ein bisschen hakelig ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Fraps meint im Moment wieder irgendetwas rumspinnen zu müssen. Ich möchte natürlich deswegen nicht alles abbrechen. It's like some kind of puzzle or parlor game. Aha. Aha. Okay. Ach so, noch einen Ring kann ich nicht drehen. Das heißt, ich muss mich an dem unteren orientieren. Okay, nicht so schwer. Aha. Sesam, öffne dich. Bamba Club. Cooles Feuerzeug. Bamba Club. Why steal a table lighter? Keine Ahnung, aber... ein starkes Gerät. Muss man mal ganz einfach so neidlos anerkennen. Schauen wir uns hier ein bisschen weiter um. Ob wir hier noch irgendetwas von Belang finden. Wo Phelps seine Nase reinstecken könnte. Ja, ich weiß nicht, Leute. Es ist ein bisschen hakelig. Aber Fraps möchte nicht so... Ah, da finden wir doch schon wieder was. Was ist das? Doesn't tell me anything.
Nein, da können wir nichts weiter sehen. Was haben wir hier noch? Don't think this is anything. Nein, auch das scheint nicht von Belang zu sein. Aber wir müssen hier ganz genau aufpassen. Also, schauen wir uns das Opfer an. Reden wir erstmal mit dem Gerichtsmediziner. Any ideas? First things first. Better speak to the reporting patrol. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Cause of death? It could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. Whoa. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Schlimm aus. Die sieht schlimm aus. Was ist mit dem rechten Arm? Ha. Irgendwas zu erkennen? Nicht wirklich. What about this one? Another finger. Something removed. A ring, most likely. Ah. I assume it was taken post-mortem. Ah ja. Einfach mal den Schmuck geklaut. Okay. BD Tex. Interesting. Was haben wir an dem Arm? Ist noch irgendetwas zu sehen hier? Nicht wirklich. Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Hm, nicht wirklich. Das heißt, wir haben an der Leiche eigentlich alles gesehen. BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? A man could die of thirst in a case like this. Ja, jetzt bleib mal geschmeidig. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich habe hier noch nicht alles untersucht. Nein. Auch nichts. Ja, aber wo könnten wir hier noch nachschauen? Ist hier noch irgendetwas, was wir übersehen haben? All das haben wir uns schon angeschaut. Gibt es hier noch irgendwelche Spuren? Aber es ist natürlich jetzt auch schwierig. Halt. Oh, ich habe was gefunden. No good to me. Ein Golfschläger. Ha. Aber auch der scheint nicht von Belang zu sein. Okay, Phelps, gehe hier noch ein bisschen durch die Büsche. Vielleicht finden wir doch noch irgendetwas, was als Hinweis für diesen Fall nützlich sein könnte. Halt. Oh, was ist das? Na toll. Hunderttausend kleine Hinweise, die aber alle nichts mit diesem Fall zu tun haben, denke ich. Okay. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt erstmal den Tatort zu verlassen. Und den Spuren weiter zu folgen. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Fahren wir zum Bamba Club. Ja, und ich würde sagen, Leute, das war's auch für Werewolf? Heute. For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you?
big head to hang on your wall. The caller of the decade. I've been working evidence for the BD case for 6 months. We got next. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a known corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastic. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't. You understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. Would have found it. Ja, Leute, okay. Ich würde mal sagen, das war's für den heutigen Fall. Wir haben den Einstieg in diese neue Geschichte gefunden, in diesen Mordfall. Und wir werden natürlich hier auch am Ball bleiben, das weiterverfolgen und die Ermittlungsarbeiten von Phelps natürlich genauestens beobachten. Wird er auch genauso erfolgreich jetzt beim Morddezernat seine Taktiken irgendwo sich zurechtlegen? So, wir sind am Bamba Club angekommen. Und wenn ich Bamba Club lese, dann würde ich sagen, für heute ist Bam Bam. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play L.A. Noir. Bis dahin, ciao, euer Dirty Harry.